Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, Solarenergie ist zentral für unsere Energiewende in Europa. Und trotzdem ist die europäische Photovoltaikindustrie gerade in der Krise. Und das können wir natürlich so nicht hinnehmen. Europa muss zum Herz der Klimaindustrie werden. Und wir haben in Europa jetzt schon eine solare Wertschöpfungskette von der Solarzelle zum Modul zur fertigen Solaranlage mit Firmen wie Wacker Chemie in Bayern, über Meyer Burger, Solarwatt in Sachsen, Energetica in Österreich. Und das sind alles Firmen, die gerade vor großen Herausforderungen stehen. Es gilt jetzt, die Solarindustrie zu halten und weiter auszubauen. Und um das klar zu sagen, es liegt im Zentrum des Interesses von Europa, einen entscheidenden Anteil von Transformationstechnologien selbst bei uns in Europa zu produzieren, unabhängig von China und standortattraktiv. Das heißt konkret, wir brauchen jetzt im Rahmen des Net Zero Industrial Act Residenzausschreibungen im Photovoltaikbereich und wir müssen europäische Wertschöpfung unterstützen, genau da, wo es nur geht, mit den höchstmöglichen ökologischen und sozialen Kriterien als Standortfaktor. Und das muss man auch noch mal klar sagen, dabei ohne die Unternehmen gleichzeitig aus der Verantwortung für ihre Wettbewerbsfähigkeit zu entlassen. Und das heißt, der Rat, gerade auch ein deutscher Finanzminister, muss sich an die Seite der europäischen Unternehmen stellen. Wir müssen einen EU-Souveränitätsfonds schaffen, der in eine europäische Solarindustrie investiert. Für eine Energiewende in Europa.